Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und natürlich auch alle, die über den Livestream jetzt zugeschaltet sind. Wir kommen zu 1. Timotheus 4 und wir lesen die Verse 1 bis 6 zunächst. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten einige von dem Glauben abfallen werden, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen durch die Heuchelei von Lügenrednern, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Die Bis dahin, das reicht mal. Vorerst. Nun, wendet sich hier das Blatt. Wir haben letztes Mal den Schlüsselvers des 1. Timotheusbriefes betrachtet. Wir lesen den gerade nochmals, am besten Verse 14 und 15. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes, das die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Danke. Also, die Gemeinde hat den Auftrag in dieser Welt als die Gemeinde des lebendigen Gottes, Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit zu sein. Also der Auftrag der Gemeinde seit den Tagen der Apostel, seit Pfingsten bis zur Entrückung ist der. Das ganze Wort Gottes. Denn der Gemeinde wurde das ganze Wort Gottes, Altes und Neues Testament anvertraut, hochzuhalten, zu dieser Wahrheit zu stehen und diese Wahrheit durch all die Generationen hindurch zu verkündigen. Das ist der Auftrag der Gemeinde. Aber jetzt sehen wir, Paulus war nicht nur Apostel, sondern auch Prophet. Und diese Prophetie in Kapitel 4, Vers 1 besagt, in späteren Zeiten werden etliche von dem Glauben abfallen. Das griechische Wort Tines wird in der CSV Hückeswagen Elbefelder hier jetzt wiedergegeben mit einige. Die alte Elbefelder hatte noch etliche. Und es ist im Prinzip beides möglich vom Wörterbuch her. Aber korrekt wäre hier etliche. Es geht um viele. Und auch die Erfüllung der Prophetie zeigt, das waren nicht einige, sondern das waren ganz viele. Die also in späteren von dem Glauben, also Glauben mit Artikel, der Glaube ist hier und an vielen anderen Stellen, nicht an allen, aber an vielen anderen Stellen, die Bezeichnung für das Glaubensgut. Eben die ganze Wahrheit, die Gott uns in seinem Wort anvertraut hat. Und er sagt voraus, der Apostel, in späteren Zeiten werden etliche von diesem Glaubensgut abfallen, wegkommen. Und nun, Frage, es werden da verschiedene Übersetzungen gelesen, steht bei allen spätere Zeiten? Oder hat jemand etwas anderes? Niemand hat letzte Zeiten. Gut, sehr gut. Weil das ist die richtige Übersetzung. Der griechische Text sagt spätere Zeiten. Und das darf man nicht verwechseln mit dem, was der Apostel Paulus sagt in 2. Timotheus 3. Dort geht es eben nicht mehr um die späteren Zeiten, sondern um die Endzeit. Darf ich bitten, Sven, uns zu lesen, 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, ja, und so weiter, das reicht. Ohne natürlich. Es geht um den Ausdruck hier in den letzten Tagen.
Das ist ein Ausdruck, den man im Alten Testament in der Prophetie bereits findet. Und die letzten Tage bezeichnen immer die Zeit, in der das jüdische Volk aus der Zerstreuung heimkehren wird ins Land der Vorfahren, um den Staat Israel wieder neu zu gründen. In dieser Zeit leben wir heute. Das sind die letzten Tage. Aber der Apostel sagt hier in 1. Timotheus 4, Vers 1, in späteren Zeiten. Und das griechische Wort später kann auch bedeuten die dahinterliegenden Zeiten. Hier habe ich versucht, eine Grafik zu machen. In der Prophetie ist es ganz grundlegend wichtig, dass man unterscheidet das erste Kommen des Messias, Jesus, und das zweite Kommen des Messias. Das erste Mal als der leidende Messias, um das Problem der Sünde durch seinen Tod zu lösen. Jesaja 53. Das zweite wird er kommen als König, um das Friedensreich hier auf der Erde aufzurichten. Und das Alte Testament macht schon klar, zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen gibt es eine lange Zwischenzeit. In Hosea 3 heißt es, denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König sein, ohne Fürsten und ohne hohepriesterliches Ephod, ohne Opfer und so weiter. Und dann heißt es aber, danach werden sie den Herrn suchen, den König David, den Messias suchen, und zwar in der letzten Zeit, in der Endzeit. Ja, also, so wird klar gemacht, da liegt eine lange, viele Tage. Und da liegt auch die ganze Zeit der Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes und auch der Opferlosigkeit des jüdischen Volkes dazwischen. Ohne Opfer. Wurde nämlich der Tempel in Jerusalem zerstört und der Prozess der weltweiten Zerstreuung des jüdischen Volkes, hier angedeutet durch einen Pfeil und den Davidstern, weltweit zerstreut. Sie haben das Land als Nation verloren. Der Staat Israel ist untergegangen. Ab dem Jahr 70 in der Folge. Und dann sehen wir aber in der Endzeit, da sollte das jüdische Volk wieder heimkehren und das erleben wir heute. Ab 1882, da hat die erste Einwanderungswelle stattgefunden, dann die zweite, dritte und so weiter bis heute. Drei aus etwa 130 verschiedenen Ländern. Und daran, wir leben in der Endzeit. Das, was die Bibel nennt, die letzten Tage, es gibt noch andere Ausdrücke. Die letzte Stunde, 1. Johannes 2, Vers 18, weiter. Am Ende der Tage, wo kommt der Ausdruck vor? Nein. Und dann auch am Ende der Jahre, können wir aufschlagen, Ezekiel 38. Liest du, Sven? Ezekiel 38, Vers 8. Da geht es um Rosch, ein mächtiges Volk, ganz im äußersten Norden von Israel aus gesehen. Es geht um Russland. Und da heißt es in Ezekiel 38, 8, bitte. Nach vielen Tagen sollst du heimgesucht werden. Am Ende der Jahre sollst du in das Land kommen, das vom Schwert wiederhergestellt ist, das aus vielen Völkern gesammelt ist, auf die Berge Israels, die beständig verödet waren. Und es ist herausgeführt aus den Völkern, und sie wohnen in Sicherheit allesamt. Ja, also hier ein anderer Ausdruck für Endzeit, am Ende der Jahre. Und in dieser Zeit soll das Land Israel vom Schwert wiederhergestellt werden. Also diese Verwüstung, die die Römer angerichtet haben, indem sie den Staat Israel zusammengeschlagen haben, 70 nach Christus und 135 nach Christus, das soll wiederhergestellt werden. Sie sollen aus vielen Völkern gesammelt werden, auf die Berge Israels. Die befinden sich hauptsächlich im heutigen sogenannten Westjordanland. Und da sind ja diese vielen Siedlungen als Erfüllung.
auf die Berge Israels, die beständig verödet waren, und es ist herausgeführt aus den Völkern. Das ist Endzeit. Und dann eben der Ausdruck am Ende der Tage, das ist hier Hesekiel 38, Vers 16. Wenn du das noch lesen kannst. Und du wirst gegen mein Volk Israel heraufziehen wie eine Wolke, um das Land zu bedecken. Am Ende der Tage wird es geschehen, dass ich dich heranbringen werde gegen mein Land, damit die Nationen mich erkennen, wenn ich mich an dir, Gog, vor ihren Augen heilige. Ja, also dieser Angriff von Russland, der noch zukünftig ist, gegen Israel, wird stattfinden am Ende der Tage. Und alle diese Ausdrücke weisen also hin, nicht auf das Ende der Welt, auf den Weltuntergang, sondern ganz einfach auf das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen von Jesus Christus. Das ist die Endzeit. Aber hier haben wir die Anfangszeit. Und das ist die Zeit der Apostel. Wie lange dauerte die Zeit der Apostel? Ja, also 100 Jahre, man muss sagen, ab dem Jahr 32, das war das Jahr von Pfingsten, Apostelgeschichte 2, bis etwa das Jahrhundert, wo der letzte Apostel gestorben ist, nämlich Johannes. Das ist die Anfangszeit. Und in der Anfangszeit, im Jahr 70, wurde Jerusalem und der Tempel zerstört und der Prozess der Zerstreuung des jüdischen Volkes begann. In der Anfangszeit. Aber jetzt spricht Paulus über die spätere Zeit. Oder, wie gesagt, dahinterliegende Zeit. Und was wird dann geschehen? Viele kommen vom Glaubensgut weg. Und das ist etwas ganz Unglaubliches. Es ist ja so, dass die Bibel abgeschlossen wurde mit den Büchern des Neuen Testaments. Und man kann sagen, in den 90er Jahren hat Johannes noch die letzten Schriften verfasst, wie das Johannesevangelium, die drei Johannesbriefe und die Offenbarung. Die Bibel ist abgeschlossen. Aber man hat natürlich weiter Bücher geschrieben. Und diese Bücher nennt man christliche Bücher. Ja, die Apokryphen natürlich auch. Es gab eben solche Fälschungen von Irrlehren, die zum Beispiel das Judas-Evangelium geschrieben haben im 2. 3. Jahrhundert. Das Thomas-Evangelium, eine Fälschung aus dem Jahr etwa 140 nach Christus und so weiter und so fort. Aber dann positiver gemeint, die sogenannten apostolischen Väter. Das ist eine ganze Reihe von frühchristlichen Schriften, so ab rund 100 nach Christus und dann im 2. Jahrhundert. Und bereits dort findet man deutliches Abweichen in der Lehre vom Neuen Testament. Und dann die Schriften, die später verfasst wurden, nach den apostolischen Vätern, die Bibelkommentare, Predigten und so weiter umfassen. Wie nennt man diese Schriften? Ja, wenn ich sage, dann ist sowieso alles klar. Ja, aber das sind die sogenannten Kirchenväter. Ja, man nennt die so, die Kirchenväter. Und wenn man diese Schriften liest, ist man erstaunt. Ab der Frühzeit so in vielem in der Lehre ein Abweichen. Wegkommen von der Wahrheit. Und das ist genau das, was der Apostel Paulus hier sagt. Er sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche von dem Glaubensgut abfallen werden, wegkommen werden. Und wie kommt das? Er sagt, indem sie achten auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen. Also der Satan hat es darauf abgesehen, die Gemeinde ab der Frühzeit durch ganz unterschiedliche Lehren zu verführen. Das waren einerseits die falschen Lehren der Gnostiker, die behaupteten, sie hätten eine höhere Erkenntnis und eine höhere Erkenntnis als einfach so die normalen Bibelleser, noch zusätzliche Offenbarungen und dann eben ganz viele Bibellehrer, die Dinge begannen zu erzählen und zu verkündigen, die einfach nicht mit den Schriften des Neuen Testaments übereinstimmen. Und dahinter stecken betrügerische Geister, Lehren von Dämonen. Und jetzt nennt der Apostel Beispiele, was da kommen wird.
Und zwar, er sagt, die durch Heuchelei von Lügenrednern, also es wird ganz heuchlerisch sein, was da verkündigt wird, es tönt so fromm, ist es aber überhaupt nicht, die betreffs des eigenen Gewissens wie mit einem Brenneisen gehärtet sind. Was passiert, wenn man einer Kuh ein Brandzeichen macht? Es gibt eine Vernarbung. Und wenn man sie dort kitzelt, spürt sie nichts. Sie wird unempfindlich. Und Gott hat uns Menschen, allen Menschen, seit dem Sündenfall ein Gewissen gegeben. Römer 2 erklärt, dass alle Nationen darüber verfügen, über dieses Gewissen. Auch die, die keine Bibel haben. Und das Gewissen kann ihnen Dinge sagen, die genau in der Bibel stehen. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsches Zeugnis reden. Das wissen Menschen, weil sie ein Gewissen haben. Aber man kann dieses Gewissen brennen, wie mit einem Brenneisen, und da gibt es nicht mehr an. Es ist wie ein Kompass, der nicht mehr ausschlägt. Und Paulus sagt also, da werden Menschen kommen, die verbrennen ihr Gewissen so, dass es gar nicht mehr anschlägt. Die können das skrupellos, können die ihre Lehren verkündigen. Und dann sagt er, was sie zum Beispiel verkündigen. Verbieten zu heiraten. Und gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annahme mit Danksagung. Also, wie könnte man das umschreiben, diese Lehre, verbieten zu heiraten? Zölibat. Zölibat. Ja. Und wie kam das? Das kam einerseits durch die gnostischen Irrlehren, die eben schon im ersten Jahrhundert auftraten. Und die haben eigentlich ihre Wurzeln in der Philosophie von Platon. Und Platon hat gelehrt, alles, was man hier sieht auf der Erde, ist eigentlich nur ein Schatten, ein Abbild von himmlischen Dingen. Könnte man denken, ganz erstaunlich. Das stimmt ja sogar noch ein bisschen. Ja, weil in Hebräer 10 steht ja zum Beispiel, dass die Dinge des Gesetzes nach die Stiftshütte, der jüdische Tempel, ein Abbild ist von den Dingen im Himmel. Und Platon sagt, oben, in der himmlischen Religion, dort sind die wirklichen Dinge. Und alles hier ist nur ein Schatten. Und dieser Schatten ist eigentlich ein Nichts. Und aus dieser Idee entstand auch immer mehr eine Verachtung von all dem, was man sehen kann in der Natur. Dass also eigentlich alles, was aus Materie besteht, minderwertig ist. Und dadurch kam auch die Idee, der Körper selber ist auch etwas Minderwertiges. Eigentlich sind eben nur gut die Ideen in der himmlischen Welt, das sei die Wirklichkeit. Und das ist geistig. Und überhaupt das Geistige da oben, das ist gut. Und auch der Geist des Menschen, das ist gut. Aber eigentlich der Körper ist ein Gefängnis. Und daraus entstand die Idee, die Ehe ist eigentlich auch minderwertig. Denn in der Ehe spielt ja auch die Sexualität eine Rolle. Aber die Sexualität sei etwas Minderwertiges. Und darum, wer also bewusst auf die Ehe verzichtet, der hat automatisch einen höheren geistlichen Stand. So hat sich das entwickelt. Und darum gab es dann ab dem 2. Jahrhundert immer mehr Leute, die sagten sich, ich gehe in die Wüste als Einsiedler und da kann ich ein Leben rein geistig führen, ganz weg eben von allem, was mit der Materie, mit dem Körper zu tun hat. Und natürlich nicht mit der Ehefrau, sondern alleine als Eremit. Und das war so ein Run. Also das war richtig Zeitgeist. Ganz viele gingen in die Wüste und es wurden so viele, dass sie sahen, es geht gar nicht mehr gut als Einsiedler. Am besten schließen wir uns zusammen und so entstanden die Klöster. Ja, und in den Gemeinden hat man auch gesagt, ja, es ist eigentlich ein Problem beim Abendmahl.
wenn da jemand das Abendmahl austeilt, der in der Nacht davor eheliche Gemeinschaft gehabt hat, dann ist das eigentlich nicht möglich. Das ist wie unrein. Da hat man zuerst gesagt, also dann soll man eben in der Nacht vor dem Gottesdienst soll man auf eheliche Gemeinschaft verzichten. Und dann entstand eben auch die Idee, ja am besten wäre überhaupt nicht heiraten. Und nicht wahr, das darf man nicht verwechseln mit dem, was der Apostel Paulus in 1. Korinther 7 lehrt. Er sagt, wenn jemand die Berufung hat, ehelos dem Herrn zu dienen, weil er dadurch viel mehr Energie und Kraft und Zeit aufwenden kann, als jemand, der, sagen wir, 5 Kinder zu Hause hat, die viel zu tun geben. Ja, der ehelos ist, kann diese ganze Zeit, die man braucht zum Erziehen, die kann er ins Werk des Herrn investieren. Aber der Apostel Paulus sagt ganz klar, das muss jemand sein, der diese Gabe hat und vom Herrn berufen ist, dass er eigentlich ohne zu leiden den Stand der Ehelosigkeit, also leiden tut natürlich jeder, aber eben ohne, dass es ein ständiges Brennen ist, den Weg der Ehelosigkeit gehen. Und er sagt, das ist gut. Aber es hat nichts damit zu tun, dass der Weg der Ehe minderwertig wäre. Ja? Darum sagt Hebräer 13, die Ehe sei geehrt in allem. Und das heißt, in allen Beziehungen, auch die Sexualität muss geehrt sein. Aber das hat sich so geändert und so entstand das Zölibat. Nicht nur draußen in der Wüste und im Kloster, sondern eben auch in der Gemeinde, in der Kirche, eben weil, um das Abendmahl auszuteilen, sollte man ehelos sein. Und das ist diese Lehre von Dämonen, die in Heuchelei Lügen reden. Es ist Heuchelei. Und betreffs des eigenen Gewissens, wenn die in einem Brenneisen gehärtet sind, verbieten zu heiraten und dann noch was, gebieten sich von Speisen zu enthalten. Da hat man sich auch gesagt, ja gut, überhaupt, wenn man dem Körper Speise entzieht und eben asketisch lebt, so richtig minimal, heute würde man sagen Anorexie, ja, Magersucht, ja, das sind Leute in die Wüste gegangen, die hatten ein gestörtes Verhältnis zur Nahrung und zu ihrem eigenen Körper. Weil sie meinten, dadurch würden sie einen höheren Stand erreichen. Und beides, eben verbieten zu heiraten, gebieten sich von Speisen zu enthalten, bezeichnet der Apostel Paulus hier prophetisch als Lehren von Dämonen. Und das Erstaunliche ist, die offizielle Bibel der katholischen Kirche, wie heißt die? Also, die Vulgata, ja, die lateinische Bibel. Lateinische Bibelübersetzung, das ist die Vulgata. Und in 1. Timotheus 4 steht genau das Gleiche. Das steht wörtlich da. Prohibentium nubere, verbieten zu heiraten. Abstinere a cibis quos deus creavit, abstehen von Nahrung, welche Gott erschaffen hat. Und es wird auch hier gesagt, das sind Lehren von Dämonen. Doctrinis demoniorum. Lehren von Dämonen. Das steht in jeder lateinischen Vulgata. So klar, drin. Also niemand kann sagen, das haben wir nicht gewusst. Man muss nur die Bibel lesen. Und das ist doch eindrücklich, wie das wirklich das zweite, dritte, vierte Jahrhundert und dann auch die weitere Zeit geprägt hat, das ganze Mittelalter hindurch und bis in die Neuzeit. Aber eben aufkommen sollte das in späteren Zeiten. So ist das genau geschehen. In späteren Zeiten ist das gekommen. Und das, was wir heute, die letzten Tage, in 2. Timotheus, das ist genau das, was wir heute erleben. Genauso wie der Apostel Paulus in 2. Timotheus 3 die Menschen beschreibt, zum Beispiel,
oder all die 180 Prophezeiungen, die sich seit 1882 bis heute erfüllt haben. Ich habe das ja in meinem Buch, Leben wir wirklich in der Endzeit, 180 erfüllte Prophezeiungen, Prophezeiung für Prophezeiung, zusammengestellt. Es ist einfach eindrücklich, wie das Wort Gottes für jede Zeit eben prophetisch spricht und sich als die Wahrheit erweist. Jetzt noch, es heißt hier, gebieten sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat, zur Annehmung mit Danksagung für die, die glauben und die Wahrheit erkennen. Also hier wird gesagt, wie sollen wir uns gegenüber Essen verhalten? Ja, also das Essen als ein Geschenk anschauen von Gott. Und wenn jemand eben ein gestörtes Verhältnis hat zum Essen, da kann er nicht mehr richtig danken dafür. Da sieht er das Essen als ein Feind und nicht als ein Geschenk Gottes. Und so ist es ganz wichtig, eben vor dem Essen zu beten. Wo haben wir ein Beispiel in der Bibel vom Beten vor dem Essen? Bei der Speisung der 5000, der Herr Jesus betet zuerst und dann hat er das Brot verteilt. Oder die Emmaus-Jünger, ja, der Herr Jesus war dort eingeladen und hat das Brot genommen und gebrochen und gedankt vor dem Essen. Und der Apostel Paulus auf der Schiffsreise, Apostelgeschichte 27, da im Mittelmeer, die Leute haben nicht mehr gegessen im Sturm und waren so in Not und dann hat er gesagt, so, jetzt müssen alle wieder essen. Hat sie ermahnt, Speise zu nehmen. Und dann dankt er Gott vor allem. Waren viele Ungläubige da, aber da hat er gedacht, das Ganze müssen essen. Also Gott möchte nämlich alle retten. Es geht niemand verloren, aber er will retten mit Kalorien. Also am Schluss, wenn es dann um Schwimmen ging, ja, oder mindestens sich an ein Brett des Schiffes noch festhalten, wie das beschrieben wird in Apostelgeschichte 27, da sollten sie wieder eben gestärkt sein durch Essen. Gott hätte das auch machen können, ohne Kalorien. Aber das Programm war Rettung mit Kalorien. Und da sehen wir auch sehr schön eben, wie der Apostel Paulus vor dem Essen betet. Und dazu ein Vers aus dem Buch Prediger. Viele denken, das Buch Prediger sei ein pessimistisches Buch, aber es ist eigentlich ein Buch, in dem ganz viel über Freude gesprochen wird. Und es wird eben gezeigt, wie man in einer traurigen Welt wahre Freude erleben kann. Aber dann muss man eben in Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Und da ein wichtiger Vers, Prediger 2, Vers 24 und 25. Es gibt nichts Besseres für den Menschen, als dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Ich habe gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen, getrennt von mir? Danke. Also, manche sind ein bisschen entsetzt, dass es hier so, also das Essen als so etwas Wichtiges hingestellt wird. Aber wenn wir uns mal überlegen, die meisten von uns essen dreimal pro Tag. Das ist gut so. Und jetzt muss man sich überlegen, wie viel Zeit nimmt das eigentlich im Tag weg? Nur das Essen. Aber man muss nicht nur das rechnen, das Essen selber, sondern man muss auch die Zubereitung mitrechnen. Vorher. Und nachher das Ganze abwaschen und wieder verräumen und ja, wenn man das alles zusammenzählt, das ist ja unglaublich, was das pro Tag ausmacht. Und man soll natürlich auch die ganze Zeit rechnen, die man noch benutzt, um das Essen einzukaufen. Das macht so viel aus. Und da kann man sich sagen, ja, ist das eigentlich verlorene Zeit. Aber wenn wir denken, was gerade Essen in der Familie, was das bedeutet, das sind ja die Momente, wo die Kinder sich öffnen und beginnen zu erzählen. Nicht alle. Manche muss man holen, ja.
aber es ist die Gelegenheit. Und da hat man auch die Zeit, um sie zu holen. Und das ist die Zeit von Gemeinschaft. Und eben sich am Essen erfreuen, zusammen. Das sind ganz wichtige Dinge. Und ich meine, muss ich auch überlegen, wie gut kann eine Pizza sein? Ja? Es kann auch was ganz anderes sein. Aber es ist wirklich ein Geschenk Gottes. Und Salomo sagt, dass man esse und trinke und seine Seele Gutes sehen lasse bei seiner Mühe. Das ist auch der Moment, wo wir uns entspannen von der Anspannung und Belastung der Arbeit. Das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, weil wenn wir nicht ständig wechseln zwischen Spannung und Entspannung, dann werden wir krank. Und darum ist richtige Musik, gottgemäße Musik, wie man das in der klassischen Musik sehr schön zeigen kann, das ist nicht einfach immer Entspannung. Aber es ist auch nicht ständig Stress. Das ist ständig Stress, sondern das ist Spannung. Da wird wieder abgebaut, beruhigt. Und wieder Spannung. Es ist ein gesunder Wechsel zwischen Spannung und Entspannung. Und so muss auch unser Leben aussehen. Und dann zitiert Salomo Gott. In Vers 25 sagt er, denn wer und wer getrennt von mir? Und es ist wirklich so, wenn wir das Essen aus der Hand Gottes nehmen, dann können wir es auf eine Art genießen, die wirklich ein echter Genuss ist. Und es ist ein Genuss mit Maß. So verhindert es Schlemmern und zu viel Essen, also Fressen. Und wenn wir es wirklich eben so aus der Hand des Herrn nehmen, als Geschenk des Herrn, dann kann man sich dran freuen und das bewahrt uns auch vor Magersucht. Also man kann sagen, das Übertreiben, zu viel Essen wie auch zu wenig Essen, das kann geregelt werden, wenn wir das wirklich in Gemeinschaft mit dem Herrn tun, das Essen. Und dann bekommt man zum Essen ein normales Verhältnis. Und auch zu seinem eigenen Körper ein normales Verhältnis. Der ist nicht etwas Minderwertiges. Das ist ein wunderbares Geschenk Gottes an uns. Und für Gott so wichtig, dass er ja diesen Körper, auch wenn er stirbt und verwest, wieder auferwecken wird. Das verstehen die Menschen im Orient nicht. Die meinen, die Seele, die springt von einem Körper in den anderen. Also war der Körper gar nicht wichtig. In ihren Augen. Man könnte meinen, aber dafür ist die Seele wichtig. Nein, nein, die ist auch nicht wichtig. Denn das Endziel in den östlichen Religionen wie Buddhismus und Hinduismus ist das Nirvana. Und Nirvana heißt, auf Sanskrit heißt das ausgelöscht. Wie bei einer Kerze. Das ist ihr Endziel. Wo man die Identität eigentlich verliert. Und das ist eigentlich auch eine Ignorierung und Verachtung der Seele, des Ichs und des Geistes. Es ist wirklich ein Nihilismus, eine Lehre des Nichts und der Nichtigkeit. Aber so anders in der Bibel, der Körper ist wichtig, Gott wird ihn auferwecken, und der Geist und die Seele ist wichtig, denn die wird wieder mit dem Körper vereinigt werden, und es wird in Ewigkeit eine Beziehung sein zu Gott von Ich zu Du, Vater. Du, Herr Jesus. Ja, so, gerade das Buch Prediger, es gibt noch weitere Verse, gerade über das Thema Essen. Das ist nur eine Anregung, das Buch mal auf das hin zu lesen. Und da bekommt man genau dieses Verhältnis zum Essen und zum Körper, wie der Apostel Paulus das hier lehrt. Eben, Speise, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, die Glauben und die Wahrheit erkennen. 1. Timotheus 4, Vers 3. Und dann kommt aber Vers 4 noch als weitere Belehrung dazu. Was sagt dieser Vers aus? Können wir das sagen mit anderen Wörtern? Also nicht einfach das Gleiche nochmals zitieren, sondern wir sollten lernen. Auslegung ist, das, was in der Bibel steht, mit anderen Worten nochmals zu sagen,
so dass es klar wird, was gemeint ist. Ah, also, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Das bedeutet, wie Kamini sagt, also es gibt nichts Verwerfliches in der Nahrung, wenn es geht um Fleisch, wenn es geht um welche Art von Fleisch? Ja, also hier wird klar gemacht, dass die Koschergesetze, 3. Mose 11, die Gott übrigens nur dem Volk Israel gegeben hat, nicht den anderen Völkern. Das ist sehr schlimm, wenn man meint, das sei für die anderen Völker auch, weil Gott hat den Bund am Sinai nur mit Israel geschlossen. Und wer sagt, die Koschergesetze seien auch für die anderen Völker, der macht eigentlich kaputt, dass Gott Welt hat und ihm eine spezielle hat, damit sie sich nicht mit den anderen Völkern vermischen. Diese Diät war nämlich dazu gegeben, um sich abzusondern von den anderen Völkern. Und so war das eben ein Problem. Wenn man zur Zeit Jesu eingeladen wurde von einem Römer, da konnte man ganz sicher sein, dass der nicht koschere Sachen auftischt. Also hat man sich gesagt, es geht nicht, wir müssen uns da fernhalten. Und so war man auch weniger in Gefahr, den Götzendienst der Römer zu übernehmen. Also Gott hat diese Diät gegeben für Israel, um sich abzusondern. Aber das hat er nicht den anderen Völkern gegeben und im Neuen Testament auch nicht der Gemeinde gegeben. Und darum sagt hier die Lehre des Neuen Testaments für die Gemeinde, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Einmal in Thailand, ich hatte ein Seminar gegeben für Leute, vor allem aus den Bergstämmen, also Lahu und Karen und so weiter. Und da hat dann einer die Frage gestellt, dürfen wir Schlangen essen? Was würdet ihr antworten? Schlangen, das ist doch ein Symbol des Satans seit dem Sündenfall. Und ihr sagt, ja, hier steht es. Jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Die Schlange ist zwar ein Symbol für das Böse, aber die Schlange an sich ist nicht böse. Also man kann nicht sagen, wenn jemand eine Boa zu Hause hat, das ist ein Mensch, der garantiert etwas Dämonisches an sich hat. Nein. Das mag einer sein, der ist einfach fasziniert von diesen Tieren, die Gott übrigens ganz speziell begabt hat, nicht wahr? Die können mit ihrer Infrarotwahrnehmung da auf der Seite, können die so feine Temperaturunterschiede feststellen, dass die sehen, sehen in Anführungsstrichen, ob in der Nähe eine Maus ist. Und sie können sie ganz genau wahrnehmen im Dunkeln und im richtigen Moment dann zu beißen. Und dann haben sie auch die Zunge ständig züngelt, und zwar gespalten, sodass sie Atome hier aufnehmen und da, und sie können sich anhand davon orientieren, obwohl sie schlecht sehen. Und das ist einfach, sieht man, Gottes Schöpfer, Weisheit. Und eben Schlangen dürfen auch gegessen werden. Und die Thais, die essen ja ziemlich alles. Und eben auch Schlangen. Aber das konnte ich so bejahen, ja, es ist möglich. Und dann ist für manche überhaupt eine Frage, darf man überhaupt Fleisch essen? Wie kann man das begründen? Über Kolosser 2, niemand soll euch richten, über Speise und Trank, ja, ganz allgemein. Aber jetzt eine Stelle, die ausdrücklich sagt, man darf Fleisch essen. Hier steht es, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Ja, eigentlich genügt das schon. Und das geht zurück auf 1. Mose 9. Weil ab der Schöpfung hat ja Gott nur vegetarische Nahrung zugewiesen. Wir können das vielleicht zuerst aufschlagen, 1. Mose 1. Da sagt Gott zu den ersten Menschen in Vers 29. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samenbringende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samenbringende Baumfrucht ist, es soll euch zur Speise sein.
und allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich auf der Erde regt, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich alles grüne Kraut zur Speise gegeben. Ja, also, hier ist vegetarische Nahrung, und zwar Kraut und Früchte, beides. Aber mit dem Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, gab es auch eine Änderung in Gottes Anordnung über den Speisezettel. Und zwar lesen wir in 1. Mose 9, Vers 3. Alles, was sich regt, was da lebt, soll euch zur Speise sein. Wie das grüne Kraut gebe ich es euch alles. Nur das Fleisch mit seiner Seele, seinem Blut, sollt ihr nicht essen. Ja, danke. Also hier wird klar gemacht, alles, alle Tiere dürfen sie schlachten, die Menschen, und essen. Aber es gibt eine Einschränkung. Wenn man schlachtet, dann soll man das Blut, das ausfließt bei der Schlachtung, das soll man nicht als Nahrungsmittel zurückholen. Ja? Aber sonst ist das alles erlaubt. Und das ist natürlich auch manchmal für kleine Mädchen, das haben wir so erlebt, ein Problem. Die denken, diese arme Kuh, die geschlachtet wird. Und wollte ein Mädchen mindestens, oder zwei, wollten nicht mehr Fleisch essen. Was macht man da? Das muss man erklären, aber Gott hat es wirklich erlaubt. Und was man auch noch erklären kann, ist, jedes Mal, wenn wir Fleisch essen, sagen wir Kuhfleisch, Rindfleisch, dann können wir daran denken, ich lebe, weil ein anderer gestorben ist. Und wir kaufen keine Blutwürste, wo man eben das ausgeflossene Blut zurückholt als Nahrungsmittel. Und da kann man den Kindern erklären, das ist, damit wir daran denken, das Blut ist etwas ganz Besonderes. Denn durch Blut wollte Gott schließlich Erlösung schaffen. Durch das Blut seines Sohnes. Und indem wir das Blut nicht als Nahrungsmittel nehmen und meiden, drücken wir aus den Respekt, den wir von dem Gedanken Gottes, Erlösung durch Blut, durch das kostbare Blut Christi, das wird uns so größer. Und dann bedeutet Essen sogar noch mehr, hat sogar noch eine geistliche Botschaft. Und natürlich, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen, aber das ist wirklich eine gute Sache. Ja, gibt es noch 2. Petrus 2, 12. 2. Petrus. Unvernünftige natürliche Tiere, geschaffen zum Fang und Verderben. Also da steht eigentlich nochmal ganz klar, dass Gott Tier geschaffen hat, damit man sie fängt und auch schlachtet und isst. Ja, der Zusammenhang ist ja ein ganz spezieller dort, nicht wahr? Und den geht es uns jetzt auch gar nicht. Aber dieser Ausdruck macht klar, dass Gott wirklich die Tiere ab dem Bund mit Noah gegeben hat, damit man eben sie als Nahrungsmittel da benutzen darf und kein schlechtes Gewissen dabei haben muss. Und das ist wichtig, unser Gewissen, von dem wir es ja eben hatten, ist ein Geschenk Gottes an uns, aber es ist ein Kompass, der auch immer wieder geeicht werden muss. Es ist nicht ein absoluter Kompass. Und es gibt Menschen, die haben ein Gewissen, das gibt in Dingen an, wo die Bibel sagt, das ist keine Sünde. Und trotzdem reagiert das Gewissen. Und es gibt Menschen, da sollte das Gewissen reagieren, weil die Bibel ganz klar sagt, das ist Sünde, und es reagiert überhaupt nicht. Und darum müssen wir das Wort Gottes lesen, täglich, und unser Gewissen am Wort Gottes eichen. Die Grundausrichtung, die ist normalerweise korrekt, ja? Aber im Detail muss das Gewissen eben korrigiert werden durch Gottes Wort. Und darum steht auch hier, Vers 4, denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagen genommen wird. Denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Es wird geheiligt durch Gottes Wort, das heißt, das Wort Gottes macht ganz klar, wir dürfen und eben da, wo ein schlechtes Gewissen aufkommen könnte, wird klar gemacht durch Gottes Wort, jawohl, Gott hat das für uns auf die Seite getan. Geheiligt heißt ja
auf die Seite tun, absondern, für einen bestimmten Zweck. Und durch Gebet, indem wir eben vor dem Essen auch dafür danken. Und noch ganz wichtig, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. In der Geschichte von Petrus in Apostelgeschichte 10, da ging es genau darum, Petrus sollte einen Auftrag bekommen und auf Besuch gehen bei Cornelius, einem römischen Hauptmann. Und das war für ihn ein Problem. Und darum, bevor er ging, hat Gott ihm eine Vision gegeben. Er sah vom Himmel herunterkommen ganz viele Tiere, und zwar koschere und nicht koschere. Und Gottes Stimme sagt, schlachte und iss. Und Petrus sagt, ich habe noch nie etwas nicht koscheres gegessen. Niemals. Aber Gott hat gesagt, schlachte und iss. Und die Vision wiederholt sich. Und Petrus sagt wieder, nein. Und die göttliche Stimme sagt, was Gott geheiligt hat, betrachte du nicht als unrein. Und das sollte ihm zeigen, doch, er darf jetzt zu einem Römer nach Hause gehen. Und sollte diese Römer nicht mehr als unrein anschauen, sondern Gott wollte auch aus den Heidenvölkern ein Volk für sich erwerben. Ja, und so war das eine ganz wichtige Sache, um ihm zu zeigen, dass jetzt eigentlich die Zeit kommt, wo für die Gemeinde eben nicht kein Gesetz über koscher und nicht koscher gilt. Und das Schwein ist nicht koscher. Aber wir müssen wissen, dass das Schwein unrein genannt wird in 3. Mose 11, bedeutet nicht, dass das Schwein an sich als Geschöpf etwas Unreines ist. Gott hat nämlich diese Einteilung von rein und unrein gemacht, um damit eine symbolische Botschaft weiterzugeben. Zum Beispiel ein Lamm ist koscher. Und das Lamm durfte als Opfer verwendet werden und es war als solches ein Hinweis auf den Erlöser. Das Lamm, das nachgiebig ist, das sich stumm zur Schlachtung führen lässt, ein Lamm, das stumm ist, wenn es geschoren wird, ist ein Hinweis auf den Herrn Jesus, der bereit war, nach Golgatha zu gehen und sich nicht gewehrt hatte. Aber das Schwein, ein Tier, das sich so gerne im Dreck wälzt, ist eben ein Bild von Menschen, die, wenn sie mit dem Evangelium in Berührung kommen, plötzlich haben das Gefühl, die sind ja bekehrt und die sind wie eine gewaschene Sau. Aber plötzlich merkt man, die gehen wieder und richtig Freude an der Sünde. Kein schlechtes Gewissen. Merkt man, die sind nicht bekehrt, unrein. Aber das Schwein selber ist nicht etwas Niedriges, sondern es ist eine Illustration von dem, was im Geist schrecklich ist. Oder zum Beispiel, unter den Flugtieren ist unrein zum Beispiel die Fledermaus. Warum? Ja, ist sie ein Vogel? Nein. Ist sie eine Maus? Auch nicht. Also auf Deutsch würde man sagen, weder Fisch noch Vogel, aber eben da weder Vogel noch Maus. Und dann wird gesagt, unrein. Die Fledermaus symbolisiert eben Menschen, die nicht klar sind. Stellt einem die Frage, du, ist Herr Neuhäusler ein Christ, ist er bekehrt? Ja, möglicherweise. Es ist nicht klar. Und es ist auch so, eben eine Person, die, wenn sie in Gesellschaft mit diesen Leuten, macht genau das Gleiche. Und dann in Gesellschaft mit Christen, genau wie die Christen. Es ist eben nicht klar, wo die hingehören. Und das Chamäleon wird auch als unrein bezeichnet. Und da sieht man noch mehr den Gedanken, da passt man sich an, da passt man sich an, einfach der Umgebung, unrein. Aber das Chamäleon ist nicht in sich etwas Schlechtes, sondern Gott hat diese Tiere so geschaffen, damit sie uns eine geistliche Botschaft weitergeben. Auf dem Internet habe ich einen Vortrag, den man mit Google-Suche finden kann, über die reinen und unreinen Tiere, wo ich im Einzelnen noch viel, viel mehr Tiere erkläre, was all diese koscher Gesetze im Geistlichen für uns
zu bedeuten haben. Aber das ist ihm wichtig, jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich. Ein Schwein ist in sich ein gutes Geschöpf, weil Geschöpf Gottes, aber geschaffen mit einer geistlichen Botschaft. Ja, gehen wir weiter, Vers 6. Lies du nochmals, Sven. Wenn du dies den Brüdern vorstellst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein, auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Ja, jetzt haben wir ja gesehen, die Gemeinde ist nach 1. Timotheus 3, Vers 15 der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und das hängt ab von den einzelnen Gläubigen, dass sie eben treu sind. Treu sind wie ein Timotheus, dem Paulus sagt, wenn du auf diese Dinge achtest und diese Grundsätze eben nicht nur verstehst, sondern auch weitergibst und lehrst, dann wirst du ein guter Diener Christi Jesu sein. Also wenn du nicht beginnst, plötzlich zu sagen, die Leute müssen koscher essen in der Gemeinde. Das sind keine guten Leute. Aber wenn er sich da daran hält und auch vor diesen Gefahren, die der Apostel Paulus da andeutet, mit diesem gestörten Verhältnis zum Körper und zur Nahrung und zur Ehe und so weiter, wenn er aber das sauber und klar lehrt, dann wird er ein guter Diener Christi Jesu sein. Und zwar auferzogen, oder die Fußnote der Elberfelder erklärt, oder genährt. Das griechische Wort bedeutet beides. Nähren und eine Erziehung erfahren haben. Auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Timotheus kam ja zum Glauben auf der ersten Missionsreise von dem Apostel Paulus. Und dann, später hat der Apostel Paulus ihn mitgenommen als Mitarbeiter und da hat er sehr viel von Paulus gelernt. Aber natürlich ist er mit anderen Augen gekommen, mit Lukas und noch mit weiteren Bibelschreibern und auch sonst treuen Brüdern. Und da hat er gelernt und da wurde er auferzogen, genährt durch die Worte des Glaubens, also des Glaubensgutes der Bibel und durch die gute Lehre. Und das ist das Entscheidende. Wie wird jemand zu einem treuen Bibellehrer? Es kommt ganz darauf an, wer uns erzogen hat und von welchen Leuten wir gelernt haben. Das ist so entscheidend. Und manche Leute haben wirklich von Leuten gelernt, die waren nicht in dem Sinn gute Diener Christi Jesu. Und dann erzählen sie auch falsche Dinge. Das ist so entscheidend. Und im 2. Timotheusbrief, können wir das kurz aufschlagen, Kapitel 3, da sagt der Apostel zu Timotheus, Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Ja, also, der Apostel Paulus sagt in Vers 15, dass Timotheus, der ja eine jüdische Mutter hatte, und zwar eine treue Frau, eine jüdische, wahre Gläubige, die eben schon gläubig war, bevor sie dann auch das Evangelium gehört hatte. Und die Großmutter war auch eine ganz treue Frau. Und von ihnen hat Timotheus vom Säuglingsalter an, das Wort Kind hier ist Präphos auf Griechisch, das heißt Säugling, vom Säuglingsalter an die Heiligen Schriften, das Alte Testament, gelernt. Aber in Vers 4 sagt er noch etwas dazu. Du aber bleibst, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das Wem, die Elberfelder CSV hat jetzt neu die Fußnote eingefügt, die sehr wichtig ist, wörtlich von welchen. Also nicht von wem, von welcher ein Person, sondern das Griechische macht klar, von welchen Personen du gelernt hast. Und dort hat Paulus Timotheus belehrt über die neutestamentlichen Wahrheiten, Lukas und viele weitere treue Männer. Und jetzt wird hier gesagt, bleibe in dem, was du gelernt hast. Du darfst nicht weggehen von dieser guten Unterweisung, die du bekommen hast.
in neutestamentlicher Lehre, und er sagt, wovon du nicht nur ein bisschen, ja, man kann es auch anders sehen. Nein, wovon du völlig überzeugt bist. Und er sagt, da du weißt, von wem du gelernt hast, du weißt, dass du wirklich von treuen Leuten, von Leuten, die das Wort Gottes klar und sauber und präzise lehren, du weißt, von wem, und darum bleibe dabei. Also, Vers 14, neutestamentliche Belehrung, Vers 15, alttestamentliche Belehrung, und dann sagt Vers 16, alle Schrift ist von Gott angegeben, inspiriert. Und das alle ist darum, das, was im Alten Testament steht und das, was im Neuen Testament steht, ist von Gott inspiriert, hat volle Autorität. Ja, zurück zu 1. Timotheus. Und dann sagt der Apostel Paulus also, er sei dann auferzogen durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. In meiner Bibel habe ich das Wort genau speziell angestrichen. Es gibt ja manche Leute, die finden, ja, wenn man das so beim Bibelstudium so genau nimmt, das ist eine Wortklauberei. Aber die Bibel sagt, als Lob, du bist genau gefolgt, nicht so ungefähr. Und das erinnert mich an einen Mann, von dem es heißt, eine seiner Qualitäten war, er hat ganz sorgfältig gelehrt. Wer ist das? Apollos. Apostelgeschichte 18. Der wird so eindrücklich und vorbildlich beschrieben von Lukas in Apostelgeschichte 18. Vers 24. Ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesend und brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Jawohl, genau. Also wird von ihm gesagt, er hat die Dinge sorgfältig gelehrt. Und darum konnte er dann später auch in Korinth, in den weiteren Versen sieht man, dass er dann später nach Korinth gegangen ist, dort einen wunderbaren Dienst tun. Und der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 3, er, Paulus, hat in Korinth gepflanzt als Evangelist, aber Apollos hat dann als Bibellehrer die Pflanzen begossen. Also ein Mann, der sorgfältig, nicht so ungefähr, sorgfältig gelehrt hat, die Dinge klar, biblisch belegt, begründet, erläutert, nicht einfach behaupten, das geht auch nicht, begründen. Und dann wird noch gesagt, brennend im Geist redete und lehrte er sorgfältig. Das heißt, man merkt bei diesem Mann, der war selber von dem, was er verkündigte, ergriffen. Und wenn wir merken, bei Bibellehren, die sind selber gar nicht ergriffen, dann merkt man, das stimmt etwas nicht. Dieses Brennen. Das muss da sein, diese innere Ergriffenheit. Und das wird auch in Römer 12 gesagt, für alle Gläubigen, dass wir brennend im Geist sein sollen. Also es ist nicht einfach so eine Sonderbegabung von Apollos. Ja, und von dem Timotheus also wird lobend gesagt, dass er den Wort des Glaubens und der guten Lehre nicht nur auferzogen worden ist, sondern er ist der guten Lehre genau gefolgt. Und dann Vers 7 und 8 kannst du noch dazu lesen. Die ungöttlichen und altweibischen Fabeln aber weise ab. Übe dich aber zur Gottseligkeit, denn die leibliche Übung ist zu wenigem nützlich, die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Ja, und hier haben wir das Wort Fabeln, aber besser wäre das Wort in der Elberfelder in der Fußnote. Im Griechischen steht nämlich Mythen, Mythos, Mythoi. Und das hatten wir ja schon ausführlich behandelt, ganz am Anfang vom Timotheusbrief. Als wir 1. Timotheus 1, Vers 3 und 4 behandelt haben. Und da haben wir gesehen, diese Mythen, das sind religiöse Fantastereien.
Erfindungen. Und zwar Dinge, die zum Beispiel in Richtung gehen heute von C.S. Lewis, Narnia, seinen Büchern und dann auch verfilmt. Und sein Freund war ja der Autor von Herr der Ringe. Und beides sind Autoren von religiösen Mythen, die mit biblischen Wahrheiten vermischt worden sind und sehr, sehr gefährlich sind. Und also hier wird gesagt, die ungöttlichen und altweibischen Mythen aber weise ab. Also alles, was Fantasterei ist, im Zusammenhang mit Bibelbelehrung, müssen wir ganz klar abweisen. Warum heißt es hier altweibisch? Weil im Altertum waren alte Frauen berühmt als die besten Mythenerzählerinnen. Was zum Beispiel die Griechen sagen, ja, das sind Mythen, Göttergeschichten, wilde Erfindungen, und sie waren die besten. Ich denke da immer an Trudi Gerster. Ah, da lachen noch einige, die haben die noch gekannt. Ja? Die jüngeren Leute, die wissen nicht, wer Trudi war. Und die hat ja auch so eine spezielle Stimme gehabt. Ja? Und es war wirklich so, als Kind, wenn man die gehört hat, die konnte die Kinder einfach in den Bann ziehen. Unglaublich. Aber diese Frau war tief in der Mythologie der Märchen drin. Das war nicht nur einfach eine gute Märchentante. Da steckte mehr dahinter. Ja, von daher kommt dieser Ausdruck altweibische Mythen. Weise ab. Also man ganz klar sagen, nein, damit haben wir nichts zu tun. Und das lassen wir nicht rein in die Gemeinde. Und dann sagt aber der Apostel als weiteren Befehl, übe dich aber zur Gottseligkeit. Und das Wort übe dich ist das Wort Gymnazo. Also betreibe Gymnastik. Und das meint auch ein diszipliniertes Trainieren. Was ist Gottseligkeit? Nun, wir hatten ja schon letztes Mal das Geheimnis der Gottseligkeit. 1. Timotheus 3, Vers 16. Und da haben wir gesehen, dass Gottseligkeit bedeutet Liebe zu Gott, Hingabe. Und zwar eben in der Herzensbeziehung. Das ist auch die ursprüngliche Bedeutung von Frömmigkeit, im besten Sinn des Wortes, wo man sich an Gott erfreut. Und Gottseligkeit ist ein ganz gutes Wort, obwohl das heute kaum einer versteht. Aber man kann es verständlich machen. Nicht wahr? Wenn man sagt, jemand ist trübselig, dann ist das jemand, dessen Leben voller trüber Gedanken ist. Jemand ist redselig. Das ist einer, der kann nicht anders als schwatzen. Muss man immer stoppen mal zwischendurch. Redselig. Aber dann gibt es auch Leute, die sind leutselig. Das heißt, die müssen ständig Kontakt haben, die können niemals alleine was machen. Ihr ganzes Leben ist voll von Beziehung. Aber gottselig bedeutet ein Wort, ein Leben, das erfüllt ist von der Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist. Und dazu muss man sich trainieren. Das kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Und das geschieht zum Beispiel so, dass man sich auch überlegt beim Essen, ist das jetzt Repetition? Man isst zum Beispiel Rindfleisch und denkt, ich lebe, weil ein anderer für mich gestorben ist. Das ist praktische Gottseligkeit. Dann hat das Essen plötzlich eine Aussagekraft, nicht wahr? Oder man trinkt Wasser und denkt daran, dass der Herr Jesus das Wasser des Lebens gegeben hat. Und unseren Durst gestillt hat. Und das liebe ich. Wenn man stundenlang in der Wüste war, 43 Grad zum Beispiel, wie wir das vor kurzem hatten in Argaman, im Jordantal, bei der Hitze geht sowieso mein Gemüt noch ein bisschen über das Normale hoch. Und dann Wasser trinken. Wasser ist tausendmal besser als sonst. Und dann versteht man auch besser, was das heißt. Eben, wer von diesem Wasser trinkt, das der Herr Jesus gibt, Johannes 4, den wird nicht mehr dürsten in Ewigkeit. Dann wird das so etwas Wunderbares. Aber das ist Gottseligkeit, wenn man daran denkt, wenn man so etwas tut. Oder ich war sehr beeindruckt, Paul Kiene, das ist der Mann, der dieses wunderschöne Stiftshüttenmodell gebaut hat, das fotografiert ist in dem Buch
das Heiligtum Gottes in der Wüste. Oder das kleine Buch, das Goldene Haus von Jan Rau, auch mit diesen Bildern. Ein fantastisches Modell, das war ein Perfektionist. Und darum hat er eben auf Millimeter genau gearbeitet. Zum Beispiel beim Eingangsvorhang der Stiftshütte. Da wollte er nicht, dass die vier Farben so sind, dass zum Beispiel roter Purpur blauen Purpur übertrifft. Hat er sich eben eine Skizze gemacht mit einem Muster. Von jeder der vier Farben, blauer, roter, Purpur, Karmesin und weißes Leinen, musste genau gleich viel Quadratmillimeter sein. Wissen, damit man merkt, wie der Mann war. Und dann, der hatte übrigens noch eine ganz starke Brille, nicht so wie ich, und der konnte Leute anschauen. Wirklich. Also junge Leute, wir waren durchbohrt. Und er konnte einem Jungen sagen, bist du bekehrt? Wow. Nein. Ja, da musst du jetzt. Ja, also das als Einführung. Und ich war beeindruckt bei ihm zu Hause, war immer wieder mal bei ihm. Und ja, unter anderem durch diesen Mann wurde ich auferzogen. Durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre. Und dann sah ich dabei sein Waschbecken, wo er sich am Morgen wusch, da stand, wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Ja, der Mann hat sich beim Waschen am Morgen überlegt, da sieht man seinen Körper und berührt den ganzen Körper und wäscht ihn, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Ja, aber dann bekommen ganz alltägliche Handlungen bekommen eine ganz andere Bedeutung. Und das ist Gottseligkeit. Und dazu muss man sich trainieren. Und dann sagt Paulus im Vers 8, denn die leibliche Übung, das ist, Übung ist hier Gymnasia, also die leibliche Gymnastik, ist zu wenigem nützlich. Die Gottseligkeit ist zu allem nützlich, zu allen Dingen nützlich, da sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Vor kurzem habe ich mit einem 80-jährigen Mann gesprochen und ich kannte ihn nicht vorher. Und ich habe gesagt, ja, Sie sind total fit. Und nachher habe ich erfahren, ja, der ist total am Trainieren. Das habe ich ihm sofort angesehen. Und hier heißt es nicht, die leibliche Gymnastik sei unnütz, sondern es heißt, zu wenigem Nütz. Das ist relativ. Natürlich ist es, wenn wir unseren Körper natürlich im gesunden Maß trainieren, dann ist das nützlich für dieses Leben, aber nicht für das zukünftige. Und die Gottseligkeit hat eben die Verheißung, das ist eine wunderbare Sache für das Leben jetzt, aber auch für alle Ewigkeit. Und darum, so im Vergleich mit der Ewigkeit, ist die leibliche Übung zu wenigem Nütze. Aber gerade vor kurzem hat mir jemand eine E-Mail geschrieben, war ganz besorgt, ob das eigentlich falsch ist, dass er so Training mache und das mache ihm so viel Freude, aber er liebt auch das Wort Gottes und so weiter. Ja, ich habe ihm das nicht geantwortet, vielleicht hört er jetzt zu und hatte die Antwort. Ja, das ist einfach relativ, ist nicht eine Abwertung. Aber man muss alles am richtigen Platz stehen lassen. Ja, dann gehen wir nächstes Mal dann weiter mit Vers 9, das Wort ist gewiss. Und das schließt genau an dem an, was wir jetzt gesehen haben. Das Wort ist nicht so, dass man sagen kann, ja, es gibt ja verschiedene Auslegungen und so richtig weiß ja sowieso niemand, was jetzt da gilt. Und ja, so wird heute oft gesprochen in allen möglichen Lehrfragen, ist ja doch sowieso nicht so klar. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Und der gesunden Lehre muss genau sorgfältig gefolgt werden. Genau gefolgt werden und sie muss auch sorgfältig gelehrt werden, wie bei Apollos.